Gerrit, Götz. guck mal, das ist ein neuer Radweg in Hamburg. Stimmt natürlich nicht, ne? Schöne rote Brücke hier, nur für Radfahrer. Das ist natürlich nicht in Hamburg, sondern in Kopenhagen. Warum ist das eigentlich so, Gerrit? Warum haben die Kopenhagener so eine tolle Fahrradinfrastruktur und wir hier in Norddeutschland oder in ganz Deutschland überhaupt nicht? Ich würde fast sagen, in ganz Deutschland überhaupt nicht, ne? Holland ja zum Beispiel auch, aber warum kriegen wir das nicht hin? Das wollen wir jetzt mal ein bisschen ergründen. Ich glaube, dass der Stellenwert des Autos in Dänemark und gerade in einer Großstadt wie Kopenhagen nicht so groß ist oder vielleicht auch nie war. Oder was sagst du? Das wird wohl so sein. Andererseits, momentan in den letzten 3 Jahren, glaube ich, sind die Zulassungszahlen von Pkw in Kopenhagen angestiegen. Man hat so viele registrierte Pkw wie noch nie. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch so, dass der Radverkehr auch zunimmt. Man will bis 2025, will man erreichen, dass 50% aller Arbeits- und Ausbildungsfahrten mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Das sind Werte, die sind noch relativ utopisch. Man liegt momentan, glaube ich, bei 35 oder knapp sowas, ne? 34, Ja, glaube ich, 34, Prozent ja. Radfahrten. Also es gibt im Sommer schon mal Tage, wo 60% der Fahrten mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Aber letztendlich glaube ich, es liegt auch daran, dass die Leute ein größeres Sicherheitsbewusstsein haben beim Fahrradfahren. In Kopenhagen fährt man nicht Fahrrad, weil man die Umwelt schonen will. Das sagen nur 1% der Leute, 90%. Und ich glaube, laut letzter Statistik, 97% der Fahrradfahrer in Kopenhagen fühlen sich sicher beim Fahrradfahren. Ja. Das muss man sich bei uns mal vorstellen. Man fühlt sich permanent unsicher. Man fühlt sich unsicher, wenn man auf dem Eis fährt, auf dem Radweg. Man fühlt sich unsicher. Ich bin heute Morgen geschnitten worden, obwohl Siehste? ich auf dem Radstreifen war, Genau. aber das Und ist Alltag und den scheint man in Kopenhagen so nicht zu kennen. Erstmal, weil das Radwegesystem, glaube ich, kontinuierlich seit den 70ern ausgebaut wird und ich glaube, seit 1993 sogar schon sind die dabei, dass sie das systematisch planen, wie Radwege und so weiter ausgebaut werden. Genau, es gibt alle 2 Jahre einen Bericht, wie sich die Fahrradentwicklung wie die entwickelt hat, wie sie fortgegangen ist. Und letztendlich ist man dazu übergegangen oder man hat in Kopenhagen immer das Fahrrad als Verkehrsmittel ernst genommen. Und in Deutschland fängt man gerade erst damit an. Wenn man ein Verkehrsmittel wie das Fahrrad nicht als Verkehrsmittel wahrnimmt, sondern so als Freizeitbeschäftigung oder so, dann bekommt man halt auch die Struktur, dass Radfahrer sich als Verkehrsteilnehmer auch nicht so ernst nehmen. Dann führt es halt dazu, dass einem Radfahrer auf dem linken Fahrradweg oder so begegnet, obwohl der einspurig ist und so. Sowas wird dann in Kopenhagen nicht passieren. Also, und wenn das passiert, dann wird das mit harten Strafen sanktioniert. Das kann man dann auch machen, sofern man denn wirklich die Fahrradfahrer ernst nimmt. Man hat in Kopenhagen in den späten 70ern oder in den frühen 70ern schon dazu begonnen. Da gab es Bürgeraufmärsche, die Leute sind auf die Straße gegangen. Das ging Hand in Hand. Ölkrise und der Plan einer Stadtautobahn. Das hat die Leute auf die Straßen geführt. In Kopenhagen war schon zu der Zeit sehr, sehr, sehr eine Fahrradstadt. Aber man hat da gemerkt, dass der Bürgerwille einfach da ist. Und das muss halt Hand in Hand gehen. Der Wille der Menschen zusammen mit dem Willen der Politik. Und das hat sich da entwickelt. So Anfang der 80er ist man da wirklich hingekommen, um zu sagen, ja, wir müssen die Stadt den Menschen zurückbringen, wir müssen Strukturen schaffen fürs Fahrrad, wir müssen versuchen, den Autoverkehr auszubremsen, weil wir sonst unsere mittelalterliche Stadt, die dafür überhaupt nicht vorgesehen ist und nie war, wir müssen sie schützen. So, und das ist Politik geworden und das ist ein völlig unideologischer Politikzweig im Verkehr in Dänemark komplett. Es gibt leichte Abweichungen, also vielleicht, wenn es mal um den Abbau von Parkplätzen geht, wenn man baut in Kopenhagen jedes Jahr 3% der Parkplätze ab. So ist jedenfalls der Plan, um dafür Fahrradstrukturen zu schaffen. Aber parteiübergreifend ist eigentlich der Konsens da, dass man das Fahrrad als Verkehrsmittel wirklich gleichsetzt mit dem Auto in der Gewichtung. Ja, Das ist und die Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, wir haben es ja schon gesagt, gerade auch aus dem Umkreis von Kopenhagen pendeln
34% der Leute zur Arbeit, zur Uni, zur Schule und im Innenstadtbereich sind sogar 63. Genau. Das heißt, die Mehrheit der Leute ist in der Innenstadt mit dem Rad unterwegs und das ist halt, wenn man das gerade vergleicht mit Hamburg, wo es einfach lebensgefährlich ist, Fahrrad zu fahren, weil die Radwegestruktur so schlecht ist, ist Kopenhagen tatsächlich ein Traum. Du hast baulich getrennte Radwege von der Straße, das ist durch Bordsteine getrennt, auch nochmal vom Gehweg an sich. Das ist halt einfach auch, die sind viel breiter. Also wenn ich hier rausgucke bei uns, Schutzstreifen vom Fahrrad ist irgendwie 1,50 Meter breit und in Dänemark sind es 2,20 im Schnitt und 2,50 Meter sollen es langfristig werden sogar, die man dann als Einrichtungsradweg hat. Ne? Also den muss ich mir nicht noch mit Gegenverkehr teilen, sondern den kann ich alleine benutzen sozusagen in eine Richtung. Ja. Andererseits, wenn, glaube ich, ein Niederländer in Kopenhagen mit dem Fahrrad fährt, dann würde er das wahrscheinlich als Tohuwabohu bezeichnen, weil zum Beispiel, wenn man über eine Kreuzung fährt und danach links abbiegen will, dann muss man sich in Kopenhagen, das nennt sich, glaube ich, Kopenhagen Left oder so, dann muss man sich da an Zebrastreifen so einordnen und da bilden sich dann immer so kleine Staus. Ja, aber das ist so ein dänisches System sowieso. Ja. Ne? Das gibt es ja auch in anderen Städten, das ich immer ein bisschen komisch fand, aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, funktioniert das. Naja, sogar. Die Stadt ist ja nun mal, das ist ja nun mal ein historischer Stadtkern. Ja. Aber die Sache ist halt auch die, in Kopenhagen ist halt auch viel, also man hat mit dem Klimagipfel 2009 hat man dazu begonnen, sich selber als Fahrradstadt zu feiern und man macht sehr viel Marketing und andere Städte orientieren sich an Kopenhagen, weil Kopenhagen sich so feiert als Fahrradstadt, als Weltfahrradstadt überhaupt. Und eine hippe Großstadt muss seitdem eigentlich eine Fahrradstadt sein, um junge, kreative Leute anzuziehen und eine vernünftige Wohnatmosphäre zu schaffen. Diese Imagepflege ist enorm wichtig, deswegen gucken auch so viele nach Kopenhagen, aber es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Man kann hervorragend in Kopenhagen relativ schnell hin und her fahren. Die Leute fahren wirklich Fahrrad, weil es das schnellste Verkehrsmittel ist. Das ist der Hauptgrund. Und dieser neue Verkehrsplan sieht ja auch irgendwie vor, die Reisezeit mit dem Fahrrad nochmal um 15% zu senken, dass man eben noch schneller vorankommt. Und dazu gehören halt auch, ich glaube, es sind 110 Kilometer Radschnellwege geplant, auch von außerhalb ins Stadtzentrum. Genau. Da sind, glaube ich, 40 Kilometer schon von fertig und man hofft halt bis 2020 oder 22, weiß ich gar nicht genau die Zahl, auf jeden Fall diese 110 Kilometer zu bauen und dann ist man natürlich, dann hat man gegenüber einem Auto immer den Vorteil. Man will einen Rand an den Speck, man will die Leute erreichen, die jetzt etwas weiter vom Stadtzentrum entfernt wohnen und trotzdem in die Stadt pendeln. Da gibt es immer, es gibt viele, in Kopenhagen ist eine normale Entfernung von 20 Kilometer auch nicht selten, das ein Weg zur Arbeit und zurück. Also das sind quasi Entfernungen, wie wir sie in Schleswig-Holstein auch normal haben auf dem Arbeitsweg, also durchaus vergleichbar. Aber man will eben steigern, dass diese Leute auch mit dem Rad in die Stadt fahren. Andererseits hat man natürlich jede Menge Fahrradstaus, also zu bestimmten Uhrzeiten, ist längst nicht immer, aber zu bestimmten Uhrzeiten tümmern sich da die Fahrräder und es steht alles voll. Man hat ein riesengroßes Parkplatzproblem bei den Fahrrädern, also glaube ich, es fehlen 50% Parkplätze für die Fahrräder, die in der Stadt geparkt werden. Und da muss man noch sehr viel nach Holland, beziehungsweise in die Niederlande schauen, um sich da noch weiterzuentwickeln. Aber es ist alles nicht so einfach, wie es in Amsterdam ist. Also die ganze Stadtstruktur ist ja völlig anders. Ich fand auch diesen wirtschaftlichen Aspekt ganz spannend, dass Sie gesagt haben, dass eigentlich jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, umgerechnet 16 Cent oder sowas der Wirtschaft zuträglich ist. 26, glaube ich. Und wenn es sogar noch wäre. Und 16 Cent bringt einem, also jeder gefahrene Autokilometer kostet die Stadt 16 Cent und jeder Fahrrad oder andersrum. Ich hatte 16 und 9, aber ist egal. Auf jeden Fall ist das Verhältnis irgendwo schon da, dass man irgendwie sehen kann. Also schon allein von diesem Aspekt her ist das Radfahren natürlich viel, viel zuträglicher. Ja. Auch für die Gesundheit letztendlich der Arbeitnehmer. Ne? Die Leute, die pendeln mit dem Rad, die sind länger draußen in der frischen Luft und sind wesentlich weniger Kranktage. Genau, das kommt auch dazu. Man hat weniger Straßenwartungskosten durch weniger Verkehr und dergleichen. Mhm. Ja, was in Kopenhagen abebbt, also der Fahrradverkehr nimmt zu, der Autoverkehr nimmt zu, was abnimmt in Dänemark insgesamt in den letzten 3 Jahren sehr auffällig ist der Zug- und Busverkehr. Also ÖPNV, da muss Kopenhagen vielleicht noch etwas nachholen, die tun es ja, bauen Metrostationen überall hin und dergleichen. Mhm. Dann bekommt man vielleicht den Verkehrsmix
Aber auch die Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr ist in Kopenhagen schon ziemlich gut. Ja. Also man kann eigentlich in jeder S-Bahn sein Fahrrad mitnehmen. Da gibt es dann spezielle Abteile. Ja. Wo man dann wird's schwer. Ja, also es ist spannend. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Man muss sich mal vorstellen, ja? Anfang des 20. Jahrhunderts sind Delegationen aus Kopenhagen mehrfach in Hamburg gewesen, um sich dort die tolle Fahrradinfrastruktur anzugucken. Ja, irgendwann haben wir uns verloren. Wahrscheinlich genau da in den 70er Jahren, wo in Kopenhagen gesagt wurde, stopp, wir lassen uns nicht weiter unsere Städte versauen von noch mehr Autoverkehr. Und Gerrit, was meinst du, was muss getan werden? In Deutschland? Ja. Einiges. Okay. Tell me more. Nein, ich würde einfach sagen, in Deutschland muss es endlich mal eine Radfahrerlobby geben, die auf Augenhöhe mit der Autofahrerlobby agieren kann. Und bis dahin ist es, glaube ich, ein ganz weiter Weg. Also ich finde es gut, dass es Vereine gibt wie den ADFC, wo ich auch Mitglied bin. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem, dass der Stellenwert in Deutschland des Autos noch viel zu hoch ist und das Fahrrad noch so eine Randerscheinung von so, ja, weiß nicht, Kampfradlern oder extremen Hobbypendlern ist oder sowas. Und diese Stimme wird halt nicht ernst genommen. Und solange das nicht der Fall ist, wird sich auch in Sachen Infrastruktur immer nur da was tun, wo engagierte Leute in den Städten sitzen, die Entscheidungen treffen können oder herbeiführen können. Aber dass jetzt irgendwie auf bundespolitischer Ebene mal entschieden wird, es gibt mal mehr Geld für den Radwegeausbau oder sowas. Oder ich glaube, das ist ein langer Weg. Da haben Länder wie die Niederlande und unser Nachbar Dänemark einfach irgendwo früher angefangen zu realisieren, wie gesund und wirtschaftlich wichtig es ist, den Radverkehr zu stärken. Na klar, wenn man in Dänemark eine nur zwei Zentren, wirkliche große Ballungszentren hat, wo die Eliten sich konzentrieren, dann projiziert sich so ein Kopenhagen-Effekt natürlich ganz schnell aufs ganze Land. Das ist in Deutschland natürlich völlig anders. Aber trotzdem muss es so sein, dass die Veränderung muss in den Kommunen stattfinden und in den Städten. Und da muss der politische Wille da sein. Und Politiker müssen mutiger werden, etwas zu tun, sehr viel mutiger, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen. Man muss die Strukturen ändern. Also anders ändert man nichts. Wenn man Radwege baut, erntet man Radfahrer und gesunde Menschen. Wenn man Straßen und Parkplätze baut, dann erntet man Autoverkehr. So einfach ist das. Und wenn man davon weg möchte, und ich glaube, es geht allen Städten so, dass sie davon gerne weg möchten, dann muss man Radwege bauen und die Sicherheit verbessern. Ja, vor allem die Sicherheit. Also das ist ja auch zum Beispiel diese Helmdebatte gibt es ja auch immer wieder. Letztendlich, wenn ich so weit bin, dass ich keinen Helm mehr aufsetze im Straßenverkehr, dann fühle ich mich anscheinend auch sicher genug. Und das ist aber bei so vielen Stellen allein hier in Flensburg nicht gegeben. Und da gibt es, wie gesagt, ganz andere Strecken. Also wenn ich in Hamburg unterwegs bin ab und an, dann weiß ich nicht, bin ich mal froh, wenn ich lebend überall ankomme. Das fängt schon bei Rechtsabbiegern an, die nicht gucken und Leuten, die aus Autofahrten rausfahren oder die auf dem Gehweg und im Radweg parken und meinen, das könnte man mal eben kurz und dann wird man gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen und das sind halt immer so Sachen, solange da keine wirkliche Sicherheit für Radfahrer geschaffen wird, das muss ja eine parallele Infrastruktur sein, sehe ich in Deutschland noch ganz viel Arbeit. Also, es gibt auf meinem täglichen Weg bestimmte Übergänge, wo der Radweg über eine Straße hinübergeht, wo mir jedes Mal die Vorfahrt genommen wird. Das liegt komplett einfach nur an der Architektur dieses Radweges. Die Autofahrer werden dazu eingeladen, einfach drüber zu fahren. Und das macht man in Kopenhagen so viel besser. Oder wenn blaue, zumindest wenn es auch schwierige Stellen sind, werden wenigstens blaue Linien gezogen, sodass die Autofahrer dann wissen, oh, hier ist ein Radweg. Hier werden ein paar gestrichelte Linien gezogen. Der Radweg biegt sich ein in eine Zufahrtsstraße, wo die Leute von 140 Stundenkilometer runterbremsen, in einem Geschwindigkeitsrausch sind und links und rechts abbiegen. Die schauen nur auf die Kreuzung, die davor liegt und nicht auf den Weg davor und dann jedes Mal Vollbremsung. Jedes Mal. Und solange sich nichts ändert, Helm. Ja, aber die Helmdebatte ist ja nun wieder, da kommen wir später nochmal zu, glaube ich. Da kommen wir nochmal drauf, Gutes Thema. Fürs nächste Mal. Ja. High five.
wir hätten auch gerne mal so ein bisschen so eine Einschätzung, wie sind so eure Erfahrungen? Was müsste sich in Deutschland ändern, damit das Radfahren sicherer wird, dass mehr Leute Radfahren? Das interessiert uns sehr, diskutiert da gerne mit uns und wir machen da dann auch gerne noch ein Follow-up zu, was ihr uns so schreibt.